Sonja, ich weiß, wenn es um Tiere geht, klingt es immer so benervt und so. Aber ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ja, du kennst dich so mit Tieren aus und so, ja? Ich habe nämlich mir meine Theorie gemacht, ja? Was würde passieren, wenn man eine Giraffe und ein Igel zusammen in einen Käfig steckt, ja, und die machen Babys? Na klar geht das. Passt nicht im Käfig. Muss ein großer Käfig sein, denke ich. Ja, eine Giraffe ist ja viel zu groß und ein Igel viel zu klein, egal in welcher Ja, Richtung. das ist ja der Grund. Das ist jetzt meine Theorie. Pass auf. Der Igel ist klein, ne? Und der Giraffe hat einen langen Hals. Na, klingelt's? Klingelt's? Weißt du, was dann rauskommt, wenn die beide miteinander schnackseln? Ein Igel mit langem Hals. Nein, eine Zahnbürste. Das ist die Theorie, woher meine Zahnbürsten kommen. Fertig. Zahnbürste steht nie drauf, woher die genau kommt. Also, du weißt ja auch nicht.